Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Docker. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. The next life. Eine andere Art von Krieg. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Okay. Wir haben einiges an Kammerjägern auf der Liste jetzt sozusagen. Und mal ehrlich, wieso gehen die... drei Stück, okay. Wieso gehen die alle zu diesem Dr. Fontaine und vertrauen sich ihm an? Ich meine, der ist sowas von schmierig und man merkt ihm sofort an, dass der irgendwie unsauber ist, der Kerl. Dass der ein Arschloch ist. Und mit irgendwas hinterm Berg hält immer. Das verstehe ich nicht so richtig. Okay, lass mal hier irgendeinen der Orte nehmen. Ist ja, glaube ich, egal, welchen wir nehmen. Also das verstehe ich nicht so richtig. Und der jetzt gekommen ist, das war ja, glaube ich, der Brandstifter. Der schien ja schon vorher aus Fontaines Kontrolle herausgeschlüpft zu sein, sozusagen. Schauen wir mal, wie das ausgeht am Ende. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Problem, dass Elsa ja irgendwo ist. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo sie jetzt genau ist. Aber ich glaube nicht, dass der Typ ihr jetzt was antun will. Also, der war ja eigentlich nicht darauf aus, Elsa was anzutun, sondern der war ja hinter Fontaine her.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er sie rausgeholt hat, weil er dann die Hütte angefackelt hat oder so. Abgefackelt, nicht angefackelt. Zumindest würde es passen. Schauen wir einfach mal. Rapid Kammerjäger, 14.43 Uhr. Deine Hand blutet. Bist du gleich mit angeschossenem Arm hierher gekommen? Du hast auch ein Leiden, mein Freund. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Okay, sollen wir was untersuchen hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch mal eine Zeitung. Kreuzzug gegen Korruption. Peterson verspricht, LAPD aufzuräumen. Na dann. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. There's a time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. No, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Nein. Da hat er mal richtig Eier gezeigt. Verrückt. Und ist auch mal ein bisschen aus sich rausgekommen. Das, was ich mir mal eher gewünscht hätte. Schön. Gut, ich glaube, das war auch alles, was es hier zu untersuchen gibt, oder? Die Musik ist weg. Ich glaube schon. Na gut, Mensch, haben wir ja 11 von 13 Zeitungen. Mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass ich mehr verpasst habe. Okay, dann machen wir uns auf zur nächsten Station. Wenn die es nicht sind, dann probieren wir es mal mit... Ich gehe mal gleich zur Ungezieferbeseitigung. Die klingen mir am logischsten, am sinnvollsten irgendwie. Schließlich suchen wir nach einem Kammerjäger. Okay. Also wir merken, auch wenn wir mit Jack spielen, auch Cole ist währenddessen noch dabei, seine Arbeit zu machen. Mich wundert es trotzdem immer noch, dass die ganz normal als Bullen weiterarbeiten und sich nicht verkriechen. Was eigentlich nicht ganz unlogisch wäre, wenn sie sich einfach verziehen würden und verstecken würden, sozusagen. Wundert mich echt. Naja, gut, von mir aus, wenn ihr meint. Okay, kommen wir hier denn irgendwie... Wo bin ich denn eigentlich? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Aha, okay, wo muss ich hin? Wo ist denn... Ach, da hinten ist mein Ziel. Okay, 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 alles klar. Ups. Ja, das kommt davon, wenn man noch gedanklich in der Karte steckt. Okay, ist ja gar nicht so schwer zu finden. Wir müssen ja bloß hier vorne jetzt die Kreuzung links rum und dann sehr, sehr weit die Straße entlang fahren, bis wir dann irgendwann fast da sind. Gut, können wir mal hier... Achso, wir sind ja gar kein Polizist. Stimmt ja, wir haben ja gar keine Sirene. Ich wollte gerade mal die Sirene anmachen, um die Leute ein bisschen zur Seite zu jagen, wenn wir jetzt hier schon auf einer Straße bloß fahren. Aber geht ja nicht, ist er nicht drin. Jack hat ja nichts zu melden, er ist ja bloß Sonderermittler für den Anwalt. Ja, was denn, ist alles gut, ich habe ihn nicht mal berührt. Weiß gar nicht, was er sich so aufregt.
Okay, also schauen wir uns mal den Ungezieferbekämpfer an. Mal sehen, ob wir jetzt hier ein bisschen mehr... ja, pass ich durch. Ob wir jetzt hier ein bisschen mehr Erfolg haben als gerade eben. Wobei die Zeitung zu finden ja auch schon ein Erfolg war. War ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich sammle die ja gern, weil das ja doch ein bisschen Hintergrundinfo noch mitliefert. Am Anfang war das ja sehr aus dem Zusammenhang gegriffen. Also sehr rausgezerrt aus dem Zusammenhang immer diese Zeitungsausschnitte. Da wusste man gar nicht, was man damit anfangen soll, so wirklich. Aber mittlerweile ist es ja wirklich relevant für die Hauptstory und hier für das Finale auch. Westlake Ungezieferbeseitigung. 15.11 Uhr. Schauen wir rein. Ja, die Anzugfarbe ist, glaube ich, nicht richtig. Der hat doch einen orangen Anzug angehabt, oder? I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Okay, keine Namen, kein nichts. Dr. Fontaines Praxis, gestern um 18 Uhr. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay, kommt er also doch mal an den Tatort. Mensch, Galloway hilft uns. Verrückt. Wird er noch ein richtig guter Freund, der Kerl. Ich finde auch schön, wie sie hier rauchend einfach reinlaufen in die Hütte. Na gut. Schauen wir uns erstmal Fontaine an. Oh, haben wir noch eine Zeitung auf dem Tisch liegen? Tatsächlich. Das Gesicht des Fortschritts. Bürgermeister über Baulöwe Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, you will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso. Knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Tja. Den Verkloppten bist du nicht losgeworden, sondern der ist dich losgeworden am Ende. Scheiße war's. Tja, da sind die Sachen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und uns fehlt nur eine einzige Zeitung. Verrückt. So, ja, hier ist eingebrochen worden, okay. Schauen wir uns mal Fontaine selbst an. Sturgemale. Monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Du kannst den auch Frankenstein nennen. Okay. Hat er noch irgendwas bei sich? Hier nicht. Der andere Arm vielleicht. Da liegt was in der Hand. Okay.
Ein Feuerzeug? Irgendwas, was wir damit machen können? Ich weiß nicht so richtig, wofür I.H. steht. Es ist nicht Talon Fontaine, das ist klar. Okay, aber ansonsten hat er ja keine Taschen, in die wir reinschauen können. So, irgendwas auf dem Tisch vielleicht noch hier. Good doctor has been marking this map. Oh, na sowas. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Jetzt wollen wir mal untersuchen, was denn hier geschrieben wurde und was auf der Karte markiert wurde. Sieht nach einer kleinen Skizze aus. Aber schön, dass du so großflächig schraffierst. Das ist sehr freundlich. Das macht es für mich einfacher. So, vielleicht hier oben noch ein bisschen. Okay. Führt uns das vielleicht auch zur Rancho Escondido oder wie die heißt? Könnte das sein, dass die beiden jetzt am selben Ort vielleicht rauskommen? Ja. Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Na, sieh mal an. Mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Ich glaube, am Ende werden Kelso und Cole am selben Ort rauskommen und sich dort wieder treffen. Okay. Was muss ich jetzt genau damit anstellen? Muss ich überhaupt irgendwas damit anstellen? Passt denn das so? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich kann aber auch nichts verändern daran. Okay. New houses. Ah. All being built in the path of the freeway? Das sieht schon besser aus. Autobahnroute. Okay. Das ist seltsam. So, ich glaube, mit dem hier oben können wir sonst nichts mehr anfangen, oder? Nee, das passt ja nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Na gut, okay. Es scheint aber immer noch mehr zu geben. Hier liegt noch was. Leland. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Mein Bekannter hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Seinem Bericht zufolge muss ich davon ausgehen, dass die Familien und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan J. Fontaine. Nett. Okay. Und was haben wir hier? Sawyer, das sind die, die ausgebrannt wurden im Prinzip. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. The doctor lost control. Okay, was haben wir denn hier stehen? Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle oder ich muss Maßnahmen einleiten. Okay, alles klar. Haben wir hier auch... Genau, die Steffens stehen mit drauf. Die hatten wir ja. Dann Morelli hatten wir als Hausbrand und den Sawyer-Hausbrand hatten wir. Tja. Außer Kontrolle geraten. Achso, wartet mal. Ich will mal... Wir können das doch noch bestimmt weiter rumblättern hier, ne? Ja, genau. Hier ist doch immer noch was. Oh Gott, so viel zu lesen. Psychiatrischer Bericht von Dr. Harlan J. Fontaine, beratender Psychotherapeut im Fall von unlesbar. Zustand des Patienten, Behandlung und Beobachtung. Persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in eine Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwang die Familie in Richtung Westen. Nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Ach du Schande. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Filmen. Der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Gasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als unlesbar, bis zu einem Vorfall unlesbar. Der Vater des Patienten starb im November 45. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus des Vaters und Sohn einst teilten. Okay. Art der Erkrankung.
Als der Patient von diesem Arzt übernommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose, die sich in sensorischen Rückblenden, gestörter Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome, wie zum Beispiel Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachypnoe, Tachykardie und exzessive, ich hab's nicht gelesen. Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des Unlesbar. Während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerungen? Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welcher nicht nur durch Psychotherapie überwunden werden kann. Behandlungsverlauf. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle 2 Wochen geplant. Es wurde Morphium-Tartrat-Lösung in so und so viel Dosen verabreicht, um Angstzuständen während der Applikation hypnotischer Induktion und verbaler Suggestionstechniken entgegenzuwirken. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Der Patient konnte keine Änderungen in der Häufigkeit und der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche 2-stündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierung, Morphin-Tartrat-Lösung in so und so viel Dosen und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Geht's noch weiter runter? Ja. Der Patient verspürte eine leichte Reduzierung der physischen Symptome, wurde aber sehr anfällig für Suggestion und Ideenbildung. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Oder um ihm auf bestimmtere Ziele anzusetzen, ne? Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben und Sitzungen wurden alle 3 bis 4 Tage angesetzt. Entspannungsübungen wurden durchgeführt, in denen der Patient unlesbar, in einer kontrollierten Umgebung und unlesbar. Der Patient meldete einen Konflikt zwischen Gefühlen und der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle freiwillige Tätigkeiten, die er auf Anraten seines Arztes durchführte. Prognose? Der Patient kämpft mit Wahnvorstellungen und paranoid-schizoiden Tendenzen und schafft es, mit der Hilfe von Medikamenten und Therapie diese unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch die Meinung dieses Arztes, dass jegliches Nachlassen dieser Behandlungen gefährlich wäre. Ohne kontinuierliche Unterstützung könnte der Patient zurück in die Krallen seiner vielen Dämonen fallen und in einen neuen unsozialen Zustand der Psychopathie verfallen. Unterschrift Dr. Harlan J. Fontaine, PhD. So. So viel also zu unserem Patienten. Die Frage ist, was gibt's jetzt noch zu... Ach, die Waffe bestimmt, oder? Ja. Na? Kommt dir das Blut bekannt vor? Na komm schon, Cole. So much for your foresight, Doctor. Die Kristallkugel. Immer noch was, okay? Nein, die Akte will ich nicht nochmal. Die haben wir uns schon hinreichend angeschaut.